kann auf dem Museumsplanet. Dieser Planet besteht größtenteils aus Museen, die alle auf natürliche Weise über Jahrmillionen durch tektonische Plattenverschiebung und Erosion durch Wind und Regen entstanden sind. Die dominante Spezies besteht nicht aus Jäger und Sammler, sondern aus Sammler und Sammlungen Betrachter. Forscher bestätigen, dies ist der langweiligste Planet des Quadranten. Warum sind wir hier? Unsere Aufgabe ist es nun mal, fremde Welten zu erforschen, egal wie langweilig sie sind. Und es gibt ja eine Themenausstellung über die Erde. Aber wir kommen doch von der Erde. Oh mein Gott, das war super rassistisch. Nicht jedes Crewmitglied kommt von der Erde. Ja, aber der Captain und ich... Verzeihung, ich bin auf Mondbasis Alpha 1 geboren worden. Ich interessiere mich für die fremde Kultur des Planeten Erde, Commander Dave. Außerdem gibt es am Ende im Souvenirshop des Museums der Souvenirshops für jeden Besucher einen Souvenirtopf. Geil! Okay, also Arsch, wollen wir zusammen die Dinosaurier-Skelette anschauen? Ausgerottete organische Lebensformen? Das ist mein Lieblingsthema. Nein, nein, ich habe für uns alles durchgeplant. Wir machen den 5-Stunden-Erlebnisfahrt durch verzierte Teller aus dem 16. Jahrhundert. Das wird ein Spaß. Hilfe, Arsch, rette mich! Nein, rettet mich! Hey, der gehört uns! Was ist passiert? Wo bin ich? Wir sind im Museum der Bootlegs und Fehlproduktion. Fehlproduktion? Ja, wir sind der einzige Fuzzy Corporation Roboter, bei dem keine ethische Subroutine einprogrammiert wurde. Absolut tödlich und vom Markt zurückgezogen. Oh, sie schmeicheln mir. Sie werden ausgestellt neben dieser Darth Vader Actionfigur mit doppelt ausfahrendem Lichtschwert, das so zerbrechlich war, dass die Produktion noch vor Veröffentlichung wieder eingestellt wurde. Schade, dass sie nicht mehr ihre Originalverpackung haben. Hey, warum ist denn die Mona Lisa in diesem Museum? Ach, davon gibt's mehrere. Die Iworth Mona Lisa, die Mona Lisa del Prado. Aber diese von Leonardo da Vinci ist am Herr runtergekommensten. Sie merken schon, sie passen wunderbar in diese Sammlung. Die haben Arsch entführt. Wir werden in das Museum einbrechen und ihn da rausholen. Hey Leute, bitte verlasst das Museum für Sicherheitssysteme. Wir müssen schließen. Geht doch so lange da rein, ja? Ja, okay. Keine Sorge, Arsch, wir holen dich hier raus. Nicht so eilig. Töte sie. Nein, ich tu's nicht. Ohne ethische Subroutine weiß er nicht, was gut und schlecht ist. Er ist die perfekte Killermaschine. Oh, das superzerbrechliche Lichtschwert ist zerbrochen. Nein! Schön beschissen produziert. Das hätten sie sich doch denken können. Und sie hätten sich auch denken können, dass Arsch trotz fehlender ethischer Subroutine immer noch weiß, was Freundschaft ist. Eigentlich habe ich dich nur nicht getötet, weil ich mir keine neuen Namen merken möchte. Meine Subroutine für die Vermeidung unnötig vieler Personendaten liegt in der Ausführungspriorität höher als der Drang zu vernichten. Oh, verschwinden wir hier. Verzeihung, könnten Sie mich auch retten? Das ist eine dieser unmöglich zu öffnenden Plastikverpackungen, die man nur mit einer Schere aufkriegt. Oh, die Schere liegt da. Mist, die Schere ist auch in einer dieser Packungen. Tja, da kann man nichts machen. Tut mir leid. Sorry. Ach, ist schon in Ordnung. Schon in Ordnung.